Was geht und willkommen zurück zu Project Zomboid. Ja, zu unserer Primitive Challenge. In der letzten Folge haben wir schon ein bisschen angefangen, eigene Sachen zu craften. Hier wie diesen improvisierten Backpack, diesen Umhang, der unser Dings bedecken soll. Also, wie heißt das? Loincloth. Alles natürlich aus dem Workshop geladen, solche eigenen Craft-Sachen. Haben wir alles, wie gesagt, in der letzten Folge gemacht, und in dieser Folge hatte ich eigentlich vor, schon so ein bisschen die eigenen vier Wände zu errichten, aber ich glaube, das ist noch zu früh. Wir müssen uns wirklich erstmal drum kümmern, irgendwie an Nahrung zu kommen, und ich habe mir überlegt, vielleicht craften wir einfach mal irgendeine Falle. Was können wir denn, überhaupt schon was an Fallen craften? Wir könnten eine Kastenfalle machen. Ich glaube, die Kastenfalle ist ganz gut. Wir haben halt leider keine Köder. Wir könnten Bären als Köder platzieren. Oder halt Schlingenfalle. Die sind, glaube ich, für Vögel, ne? Dafür brauchen wir Bindfaden und ein Brett. Und eine Säge. Eine Säge können wir uns aus Baumstämmen machen. Also so eine selbst gecraftete Säge. Wenn ich hier mal auf Saw gehe. Genau, Shift-Saw brauchen wir. Nee, Ast sogar nur. Ast und zwei Äxte. Was ist denn, wenn wir zwei Äxte craften? Steinaxt herstellen. Jawohl. Und dann brauchen wir nur noch einen Bindfaden. Haben wir aber leider nicht. Wir haben hier einen Bindfaden. Ich glaube, wir können aus Reisig Bindfaden machen, ne? Make Twine. Machen wir mal ein. Das dauert ein bisschen. Perfekt. Und jetzt können wir eine Säge machen. Die machen wir auch mal direkt. Dauert ein bisschen. So, perfekt. Dann haben wir jetzt eine Säge. Und jetzt könnten wir theoretisch so eine Schlingelfalle machen, bin ich der Meinung, oder? Wir machen mal so eine Schlingelfalle. Dafür brauchen wir ein Brett. Wir haben aber noch keine Bretter, ne? Okay, wir brauchen aber auf jeden Fall wieder eine Axt. Wir haben auf jeden Fall noch genug Materialien. Deshalb craften wir jetzt erstmal eine Axt wieder. Und die Axt kann auf jeden Fall wieder einen Rücken. Haha. Lustig. Oder halt am Backpack. Wir müssen mal gucken. Vielleicht können wir irgendeinen kleinen Baum fällen. Welcher Baum ist denn klein? Wollen wir mal versuchen, den zu fällen? Wir versuchen mal, den zu fällen. In der Hoffnung, dass das klappt. Komm schon. Scheiße, hat nicht geklappt. Verdammt! Ich dachte, das klappt. So, die kaputte Axt können wir eigentlich wegpacken. Da müssen wir halt noch ein. Ich hoffe, wir haben noch genug für eine Axt. Verdammt, haben wir nicht. Wir brauchen Chipstone. Make a Chipstone. Wir machen mal einen Chipstone. Und dann dürften wir eine Axt craften können. Ja, jetzt können wir eine Axt craften. Okay. So, ich hoffe, die Axt hält ein bisschen mehr aus. Ja, jetzt hat es funktioniert. Sehr gut. Okay, jetzt können wir nämlich hier draus etwas zersägen. Wir nehmen mal diese ganzen Baumstämme einfach erstmal mit. Ich weiß, das wird schwer sein. Aber wir wollen die natürlich in unserer Base haben. Ist natürlich nicht so gut, aber was willst du machen? So, Baumstämme einmal alle fallen lassen. Und dann machen wir hier raus Bretter. So einfach geht das, meine Freunde. Also einfach ist das natürlich nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine. Jetzt können wir daraus eine Schlingelfalle herstellen. Perfekt. Und jetzt können wir, weil eine Schlingelfalle aus dem Grund, weil wir brauchen für die anderen Fallen Köder. So Karotten und so ein Scheiß. Das können wir natürlich alles nicht anbauen und irgendwie looten. Aber für eine Schlingelfalle brauchen wir zwar auch Köder, aber da reichen meiner Meinung nach Würmer. Dann können wir Vögel fangen. Und Würmer kriegen wir, indem wir graben. Jetzt ist halt die nächste Frage, wie graben wir am besten? Wir platzieren die Schlingelfalle einfach mal erstmal hier unten irgendwo oder irgendwie mitten im Wald. Ich weiß nicht, ob das gut. Oh, da sind viele Zombies da hinten. Da sollten wir uns ein bisschen entfernt von halten. Wir sind auf jeden Fall durstig. Wir gehen mal hier unten lang. Und platzieren die Schlingelfalle. Macht das Sinn so am Strand? Ich habe keine Ahnung. Platzieren die Schlingelfalle einfach mal hier so. So, dass wir die halt auch immer sehen. Ist halt die Frage, wie graben wir? Was brauchen wir zum Graben? Eine Schaufel? Können wir eine Schaufel
bin der Meinung, wir hier mit den Händen graben. Wir können mit den Händen graben. Vielleicht kriegen wir dann so ein paar Würmer, wenn wir hier so ein bisschen graben. Und wir bluten. Jawohl, sehr gut. Und wir haben keine... Ja, wir haben keine Stofffetzen mitgenommen. Das ist sehr gut gewesen. Müssen wir auf jeden Fall wieder zurück erstmal. Stofffetzen. Da nehmen wir auf jeden Fall mal ein paar mit. Einfach nur zur Sicherheit. Nehmen wir mal zwei mit. Die verunreinigten Schüsseln können wir eigentlich auch hier lassen. Die können wir eh nicht trinken. Also können wir schon trinken, aber könnten wir krank werden. Wir müssen halt dringend was zu essen suchen, ne? Gehen wir wieder runter. Wir machen mal den Suchmodus an. Vielleicht mit Bärenfokus, dass wir vielleicht eher Bären irgendwie finden. Hier unten ist was. Weinblätter. Weinblätter kann man auf jeden Fall essen. Oh, die sättigen sogar ganz gut. Minus 3. Sehr, sehr gut. Leider nicht minus Durst, aber dafür sättigen die einigermaßen. Perfekt. Weinblätter sind gut. Essen. Auf jeden Fall so, dass wir dann nicht hungrig, sondern vielleicht nur ein wenig hungrig sind. Ja, komm, ein essen wir noch. Die scheinen auch kein, nicht verderben zu können. Okay, perfekt. Jetzt brauchen wir nur noch irgendwie was zum Trinken. Ich glaube, wir sind schon zu weit, ne? Ja. Wir sind auf jeden Fall schon zu weit. Hier ist die Schlingelfalle. Und wir versuchen mal hier irgendwie weiter zu graben. Mit den Händen graben. Die Hände sind zu stark beschädigt. Was? Oh nein! Meine Hände sind beschädigt. Das kann doch nicht wahr sein. Verdammt. Rechte Hand. Können wir nicht mit der linken Hand einfach graben? Das ist doof. Okay. Schade. Ich hätte jetzt gedacht, wir können ohne Ende graben. Können wir denn irgendwie eine Schaufel? Was brauchen wir denn für eine Schaufel? Allgemein. Ist das hier sowas wie ein Ad-Sheet? Nee. Irgendwie Shovel oder sowas. Shoes. Wir können leider keine Schaufel craften oder irgendwie sowas ähnliches. Mit dem wir graben können. Ätzend. Wirklich ätzend. Okay, dann gehen wir einfach weiter auf der Suche nach Nahrung. Scharfer Stein brauchen wir auf jeden Fall. Ja, hier sehen wir, wir haben eine Bandage an unserer Hand. Er kann auch mit links graben, meine Güte. Soll sich mal nicht so anstellen. Wir müssen, halt so, müssen uns halt unbedingt merken, wo diese Fallen platziert sind. Also hier unten am Strand, eigentlich sollte das kein Problem sein. Wir gehen mal hier in diese Richtung weiter, mit der Hoffnung, mehr Nahrungsmittel zu finden. Dass wir zumindest für diesen Tag gerüstet sind. Sollten vielleicht auch bald, ja, bald mal ein neues Steinmesser craften. Das hält nicht mehr allzu lange. Vielleicht können wir diesen Busch hier einmal entfernen. Wenn wir einen Ast kriegen, dann könnten wir... Ne, wir kriegen nur Reisig. Schade. Nehmen wir aber auch erstmal mit. Oh, das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Gefährlich. Und da kommen sogar noch mehr. Nicht gut. Und mein Messer ist kaputt gegangen. Oh, sie hat irgendwas stecken, aber das dürfen wir nicht mitnehmen. Schade. Sie hat irgendwas stecken gehabt. Jetzt zerreißen wir die ganzen Kleidung, weil wir unbedingt noch saubere Stofffetzen benötigen. Und von dem ruhig auch. Ach, der hat nichts zum Zerreißen. Sehr gut. Okay, Schraubenzieher. Hier können wir noch was zerreißen. Okay, und weiter geht's. Mit dem Suchmodus natürlich und Bären auf jeden Fall als Fokus. Brauchen wir auf jeden Fall irgendwie einen weiteren Ast, damit wir ein Steinmesser craften können. Hier wäre noch ein Busch, den könnten wir vielleicht nochmal zacken. Na, ist das ein Busch? Ja, müsste ein Busch sein, ne? Hier wäre auch noch ein Busch. Aber, ja, wir kriegen Axt, das heißt, wir können hier ein Steinmesser herstellen.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das wird alles nicht einfach. Das kann einmal weg hier. Und das Steinmesser können wir hier einmal auf 2 legen. Wir entfernen uns ziemlich weit. Hier sind Bären. Ich glaube aber tatsächlich, dass diese Bären nicht gut sind. Die nehmen wir mal nicht. Ich glaube, ich kann mich erinnern, dass diese Bären giftig sind, diese roten. Deshalb nehmen wir die erstmal nicht. Ich will es ehrlich gesagt nicht riskieren. Wir haben ja zur Not noch, ja, einmal ein Weinblatt. Das wird uns jetzt nicht so sehr sättigen, aber besser als gar nichts, ne? Gucken, was wir hier haben. Das sind doch Blaubeeren, oder? Die kann man, die sehen essbar aus. Bärenwild. Wollen wir es versuchen? Veilchen. Oh, Veilchen könnte man theoretisch auch essen, oder? Kann man Veilchen essen? Die Bären kann man da mit Sicherheit essen und die stillen noch so ein bisschen den Durst. Wir probieren das mal. Wenn wir sterben, dann ist es halt so. Was? Gut aus. Wir haben sogar eine ungekochte Grille. Wo haben wir die denn? Das haben wir ja komplett übersehen. Das heißt, die können wir auch abkochen nachher. Wir müssen sowieso ein Lagerfeuer machen. Weil wir dann das Wasser abkochen müssen. Und wir sind schläfrig. Okay, das heißt, wir müssen uns langsam auf den Weg wieder zurück zum Zelt machen. Damit wir unsere Sachen abkochen können. Den erledigen wir auf einmal. Auf einmal. Einmal. Machen wir keinen Suchmodus. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieser Suchfokus nichts bringt. Da oben kommt ein Zombie. Und da kommt noch einer. Boah. Eng. Oh mein Gott. Gefährlich, was ich hier mache. Vielleicht sollte ich mir irgendwie so einen Baseballschläger craften. Wäre wahrscheinlich wesentlich effektiver. Okay, sehr gut. Ich riskiere es nicht. Ich mache mich wieder auf den Weg. Oh, eine Sonnenbrille. Sehr gut. Ich mache mich wieder auf den Weg zurück zu unserem Zelt. Ich glaube, viel werden wir hier nicht finden. Können wir eigentlich mittlerweile wieder graben? Nein. Unsere Hände sind immer noch beschädigt. So heißt es ja. Noch gekratzt. Müssen wir halt... Aber blutet nicht mehr. Müssen wir es verbandagieren, wenn es nur gekratzt ist? Anscheinend schon. Wir können leider immer noch nicht mit den Händen graben. Das ist natürlich... Vielleicht hätten wir uns vorher Handschuhe... Ja, auf jeden. Wir hätten uns Handschuhe craften müssen. Wir craften uns gleich Handschuhe. Vielleicht kratzen wir uns dann nicht zu schnell oder schneiden uns nicht zu schnell an den Händen. Hätten wir vorher machen müssen, aber gut. Man denkt daran halt auch meistens, wenn etwas passiert. Dann lernt man natürlich draus. So, es wird langsam dunkel, habe ich das Gefühl. Ja, oder? Wirkt ein bisschen dunkler. Okay, genau, hier ist unsere Schlingelfalle. Die ist leider... mit keinem Köder bestückt. Deswegen, ja. Machen wir jetzt mal ein Lagerfeuer. Dafür brauchen wir das hier. Vielleicht nimmt das gleich mit den Händen. Lagerfeuer-Info. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Brennmaterial. Was ist denn gut? Hier so Reisig, ne? 15 Minuten machen wir einmal Reisig. Ansonsten, Stofffetzen haben wir eigentlich sehr, sehr viel. Die schmutzigen... Damit wir den, weil schmutzige will ich, brauchen wir eigentlich nicht so. Deswegen packen wir mal ein paar schmutzige dahin. Also eine Stunde sollte das, glaube ich, schon brennen. Vielleicht craften wir uns auch gleich aus den Baumstämmen noch weitere Schüsseln. So, wie viel haben wir jetzt? 35 Minuten. Eventuell ein Ast. Der hat Brennstoff für eine Stunde. Das ist nicht schlecht. Straw ist wenig. Reisig ist halt gut, ne? Machen wir noch ein bisschen Reisig. Das finden wir eigentlich auch relativ oft. Okay, dann würde ich sagen, craften wir, bevor wir es anmachen, craften wir mal erstmal weitere Bowls.
Die Segel können wir dann eigentlich hier auf dem Boden lassen, ne? Brauchen wir erstmal nicht. Okay. Das heißt, die Segel können wir hier erstmal platzieren, hier auf dem Boden. Und wir befüllen die Bowls auf jeden Fall wieder mit Wasser. Befülle alles füllen. Und dann versuchen wir mal, das Lagerfeuer anzuzünden. Wir sind halt sehr, sehr durstig, ne? Dann haben wir einen weiteren Tag überstanden. Feuer entfachen. Mit dem Brett und dem Ast. Ich hoffe, das klappt. Bitte klapp, bitte klapp. Weil das Problem ist... Beim letzten Mal hat es auf Anhieb geklappt. Siehst du, diesmal hat es nicht geklappt. Aber wir sollten noch genug Äste haben. Um es mehrmals zu versuchen. Und es hat diesmal geklappt. Huh, Glück gehabt. So, wir sammeln einmal schnell diese Bowls nochmal ein. Die habe ich vergessen. Packen wir hier alles ins Lagerfeuer. Wir sollten jetzt 4 Schüsseln haben. Perfekt. Und auf jeden Fall die ungekochten... Die ungekochte Grille. Die kochen wir auch einmal ab. Sonnenblumensaatgut könnten wir essen. Ja, machen wir auch. Können wir eh nicht einpflanzen. Hatte ich ja in der letzten Folge mal versucht. So, das ist alles fertig. Das heißt, die nehmen wir... wobei die platzieren wir... Die Hälfte platzieren wir mal hier so. Zack. Das dauert ziemlich lange irgendwie, ne? der spinnt gerade rum. So, wie viel haben wir denn jetzt? Gekochte Grille. Haben wir auf jeden Fall weg. Das auch erstmal weg. So, Durst sollten wir nicht haben. Wir sollten auf jeden Fall, genau, wie viel haben wir denn jetzt getrunken ungefähr? Die sind beide voll. Die platzieren wir auch auf dem Boden. So, dann haben wir hier noch eine, aber eine müssten wir... Ist die leer? Oh, die ist tatsächlich sogar schon leer. Das heißt, einmal komplett hydrieren, sagt man das so, macht eine Bowl leer. Alter Schwede, die hat kein großes Fassungsvermögen anscheinend. Machen wir hier gleich mal noch eine, solange das Feuer noch anhält. Huh, dann würde ich sagen, koche ich jetzt noch einmal die Grille ab. Die ist schon abgekocht, die essen wir einmal ruhig. Eine. Die sollte uns eigentlich auch gut sättigen, ne? So eine Grille. Minus 6. Aber unglücklich, ne? Oh nein. Feuer ist ausgegangen, aber das Wasser ist tatsächlich sogar noch abgekocht. Gott sei Dank. Das hat noch geklappt. Ja, es macht jetzt auch keinen Sinn, im Dunkeln weiterzumachen. Wir sind müde, weinerlich. Klar, weil wir jetzt eine Grille gegessen haben. Aber so ist das nun mal in der Wildnis. Da ist kein Friede, Freude, Eierkuchen. Die Barkstripes müssten wir auch irgendwie anders hinpacken. Stofffetzen lassen wir auf jeden Fall. Das angebohrte Brett können wir auf jeden Fall hier vom Lagerfeuer packen. Das brauchen wir sonst nicht. Steinhammer lassen wir auch mal so neben der Säge. Brauchen wir eigentlich auch nur, wenn wir was craften möchten. Kann halt sehr, sehr viel craften, ne? Müssen wir uns wirklich in der nächsten Folge mal irgendwie dran machen. Vielleicht sogar... Was wir jetzt zum Schluss, zum Abschluss einmal noch machen. Sheet Gloves. Gloves, nicht Gloves. Gloves, Sheet Gloves. So. Und einmal anziehen. Dann haben wir Handschuhe. Perfekt. Können wir dann schon mit den Händen graben? Saatgut ausbringen, nee. Können wir leider immer noch nicht. Ich würde sagen, wir legen uns schlafen in unserem Zelt und sage an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben einen weiteren Tag überlebt, eine weitere Folge überstanden und hoffentlich wird das noch anhalten. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.